Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Mass Effect Legendary Edition Episode 2 mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir den Vorgänger-DLC, denke ich mal, soweit fertig. Meine aber, dass da noch was kam, bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und bin jetzt gerade im Overlord-DLC. Es sollen hier das Ausbüchsen einer Rogue-KI verhindern, die hier wohl sich in die Cloud hochladen will, sage ich mal. Und das wollen wir verhindern. Gucken wir mal, ob wir das verhindern können. Ich sehe nichts. Ja, mach es nur. Ich mache hier mein Ding. So, erstmal bumm. Boom. Das ging ja jetzt einfach, als ich dachte. Ja, Shepard, das ist erwartet. Denn das Ding, die Anker sprengst, dass es jetzt nicht zusammenstürzt. Geiles Bild. Gibt wahrscheinlich das Thumbnail, wenn es alles in die Luft geht. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Ich danke Ihnen, Kommandant Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Dann will ich nicht wissen, was Sie unter einem Desaster verstehen. Sie können nicht einfach das ganze Projekt verurteilen. Wir hatten durchaus Erfolg. Zumindest teilweise. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Wie übernimmt er die Kontrolle über die Elektronik? Ich habe eine derartige Hybridintelligenz noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo der Mensch endet und die Maschine anfängt. Was kann schlimmstenfalls passieren? Eine technologische Apokalypse. Jede Maschine, jede Waffe, jeder Computer könnte gegen uns gerichtet werden. Niemand kann sagen, was passieren würde, wenn er ins Extranet kommt. Das hätten Sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen. Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David? Die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Wie funktioniert die Abriegelung? Sie hat eine Ausfallsicherung für Notfälle. Normalerweise können nur alle drei Projektleiter gemeinsam die Abriegelung aufheben.
Jetzt bin nur noch ich übrig. Meine Autorisierung kann ich geben, aber bei den anderen beiden müssten sie das manuell machen. Und was ist, wenn ich ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Erzählen Sie mir etwas über die Stationen Vulkan und Prometheus. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Sie erzeugt die Energie für die vier Außenposten. Die Prometheus-Station ist ein abgestürztes Geth-Schiff voller inaktiver Maschinen. Wir benutzen sie für unsere Experimente. Das klingt ja richtig gut. Was geht auf dieser Station vor? Das ist die Hermes-Station. Unsere Kommunikationsverbindung mit dem Rest der Galaxie. Wenn sie die Schüssel nicht rechtzeitig zerstört hätten, wäre es zur Katastrophe gekommen. Was ist bei dem Experiment schiefgegangen? David hat freiwillig einer Verbindung mit der VI zugestimmt, damit sie ein richtiges Bewusstsein bekommt. Theoretisch hätte nichts passieren dürfen, aber bei künstlichen Intelligenzen ist nun mal nichts sicher. Dann hätten sie es nicht versuchen sollen. Und was wäre, wenn Sie nie versucht hätten, die Reaper zu finden, Commander Shepard? Was wäre dann heute mit der Galaxie? Manchmal muss man die Risiken einfach ignorieren. Erzählen Sie mir mehr über das Projekt Overlord. Wir wollten aus dem religiösen Antrieb der Geth eine Waffe machen. Als wir sahen, wie sie Saren gefolgt sind, wurde uns klar, dass man sie beeinflussen kann. Und wenn man einen richtigen Anführer schafft, ein Virus mit einem Gesicht, wenn Sie so wollen, könnte man die Geth kontrollieren. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Es wäre die perfekte Waffe. Sieg ohne Verluste. Wir könnten den Krieg mit den Geth komplett vermeiden. Zumindest war das der Plan. Theoretisch keine schlechte Idee. Theoretisch. Was können Sie mir über die Atlas-Station sagen? Die Atlas-Station ist das Hauptlabor, wo alle unsere VI-Experimente durchgeführt werden. Sie ist unser nächstes Ziel, sobald sie die Abriegelung aufgehoben haben. Dort ist auch mein Bruder zu etwas anderem geworden. Etwas anderem. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Ach, ihr seid auch schon da. Wart ihr nicht vorhin, ja, beschäftigt, sag ich mal? Oh, wie er das Bild anguckt. Aber nur kurz. Okay. Hast du gemerkt, dass ich dich beobachte? Sonst haben wir hier nichts. Nee. In der Weg. Commander, Sie müssen die Stationen Vulkan und Prometheus finden und in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist egal. Aber erst wenn Sie sich um beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Und achten Sie auf die Sicherheitsmax von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Hübsch hier. Ja, die werde ich alle suchen. Hier wird wohl nichts mehr sein. Habe
durch die Karte? Nee. Warum gibt ihr mir keine Karte? Das wäre doch so schön. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Das ist auch schön. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass du automatisch dahin gehst. Ich darf also nicht zu nah ran. Na egal. Denn ist dem halt so. Komm, baller hier hin. Unsichtbare Mauer. So ein Shit. Ausgezeichnet.
Rein da. Achtung Besucher, diese Serverless-Anlage enthält gefährliche KI-Technologie. Für Verletzungen oder den Tod während Ihres Besuchs sind Sie ausschließlich selbstverantwortlich. Danke. Uns wurde gerade gesagt, dass die Atlas-Station noch ein Dutzend Geld für das Experiment will. Hoffentlich bedeutet das endlich den Durchbruch. Es gefällt mir nicht, dass der hier so Präsentierteller steht. Kann ich mir denken. Ja, mach halt zu. Hallo. Nicht nett. Alles ist abgeklemmt. Also hat eine Abriegelung angeordnet, aber unsere Station ist bereits verzählt. Was will die VI bloß? Sie schreit uns die ganze Zeit an und niemand versteht was davon. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Okay, hier muss jetzt nichts. Creepy, wie die Kamera mich verfolgt. Die VI schließt einige Durchgänge und lässt andere offen, als würde sie uns irgendwo hintreiben. Wenigstens sind die Gänge immer noch in Aktiv. Alle Cerberus-Mitarbeiter. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Das klingt falsch. Scanne-Gebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Huh?
Leppetoppe hacken. Alter. Da haben wir's. Da haben wir's. Ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Ja. Dann los, Abmarsch. Feindliche Gap-Aktivität geortet. Waffeneinsatz wurde autorisiert. Cerberus weist die gesamte Crew darauf hin, dass der Notfall ab jetzt als Geheiminformation zu behandeln ist. Die Weitergabe an Dritte verletzt ihr Geheimhaltungsabkommen. Ist mir doch Wumpe. Komm hier trotzdem raus. Oh. Durch eigene Truppen, Shepard. Dann laufen wir halt nicht durch die Schusslinie. Thank you.
Oh, ist der auch weg? Oh, ja, das war leicht. Bis jetzt. Weg hier! Mit Vollgas! You're back! Back in black! Naja, nicht ganz, aber was? Na, das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Prometheus-Station war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Vulkanstation und die Abriegelung von dort aus aufheben. Viel Glück. Ja, aber ich will noch die Datenpacks finden, die 5 Stück. Also für den habe ich ja 4. Die geografischen Bedingungen deuten auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Ja, ja. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Bleiben noch 4. 6 waren's. Halbzeit. Knapp. Ein weiteres Cerberus-Datenpaket wurde geborgen. Bleiben noch 2.
So. Das ist das Letzte. Da geht es wahrscheinlich zu dem Vulkan. Das hält mir wieder mal eins. Das ist wie damals. Hatte ich auch alle gefunden, bis auf eins und das eine ewig nicht. Da war noch, da war noch. Deshalb hätte ich gerne eine Karte, weil dann kann ich, dann sehe ich, wo ich schon war und wo nicht. Könnte es sein, dass es hier vorne die trotzdem liegt, auch wenn es die Richtung ist von der Station. Ah, da. Na denn? Ab zur Vulkanstation. Die Kombi gefällt mir mit Miranda und Morden. Roro Kilo. Commander, hier spricht Archer. Ich empfehle äußerste Vorsicht. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Kurz nach dem Experiment. Scanne Gebiet. Analyse. HI-Infektion in den Maschinen des Kraftwerks. Empfehle erhöhte Vorsicht. Okay, die Nachricht wurde abgehackt. Okay. Macht nichts. Aber an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, weltweit und wenn ihr es noch nicht tun, dann habt ihr Notation mit aktivieren, das YouTube, was ihr mehr von uns sehen wollt. Wollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was man bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account, wo Dennis, den ihr einen Follower drücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen könnt. Damit solltet ihr das selbst dann mitbekommen, wenn wo was bei uns abgeht. Nennt sich der nächste Folge, wenn wir uns hier in diese Station begeben. Bis dann. Tschüss.